Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Fahrerarbeitsplatz MANSL 200 Büssing BS 110V. Richtig klassisch, ich sitze vor meinem Fahrerarbeitsplatz und zeige euch ein paar Sachen, die sich getan haben in letzter Zeit. Hier mal gerade mit einem ganz professionellen Schwenk auf das Objekt der Begierde. Jawohl. Man sieht, das Gerüst hat ein bisschen die Farbe gewechselt, so ganz dezent. Ja, ist es ein bisschen grauer geworden. Darauf gehe ich jetzt noch mal ein bisschen genauer ein. Also, wie ihr ja schon im letzten Video gesehen habt, alle Teile wurden in einem RAL 9004 Farbton in der matten Ausführung, nämlich dem Verkehrsschwarz, lackiert. So sieht das Ganze dann fertig und zusammengesetzt aus. Das hier muss man gerade mal wegtun. Ja, also so sieht das aus. Hier auch der Schalthebel, der Zahltisch und auch hier dieser Träger. Ja, das wie gesagt wurde lackiert, sieht wirklich top aus, richtig schön edel, alles im gleichen Farbton, alles im Farbton der Armaturenbretter. Ja, und jetzt hier sieht man schon die nächste Errungenschaft. Die Träger wurden lackiert. Es waren ja zwei Stück, eins vom MAN-SL 200 und eins vom BS 110V. Ja, und die wurden eben beide lackiert, neu lackiert, nachdem ich sie aufwendig abgeschliffen habe. Dazu gleich nochmal zwei Bilder. Die wurden ebenfalls im Farbton RAL 9004 Verkehrsschwarz lackiert. Und zwar lackiert mit einer mit einem Strukturlack, genau, in der groben Ausführung. Wenn man hier ganz genau hingeht, sieht man, dass dieser Lack richtig schön ja, an den alten wieder rankommt. Wir haben uns nämlich sagen lassen vom Lackierer, dass der alte Lack kein Hammerschlaglack war, sondern auch ein Strukturlack. Und genauso wurde der wiederhergestellt. Es sieht einfach klasse aus, wie das geworden ist. Und richtig, richtig professionell. Dann habe ich hier vorne wieder meinen Schutzrand dran gefügt, der ja hier auch gespachtelt ist. Das fällt auch kaum auf. Innen drin wurde das Ganze auch lackiert. Auch dort sehr, sehr schön geworden. Und hier habe ich dann mittlerweile jetzt schon mal den. Ich weiß nicht mehr genau, wofür er ist. Ich werde es euch nochmal erklären. Auf jeden Fall einen Taster eingesetzt. Ich glaube, er ist für den. Für die Alarmanlage, soweit ich weiß. Ja, der auf jeden Fall mal eingesetzt und dann eben hier der Träger komplett lackiert. Jetzt nochmal kurz zum Träger vom BS 110V. Der hatte ja hier vorne keinen Gummischutzrand. Das heißt, der fällt da komplett weg. Aber ja, genauso wurde er eben abgeschliffen. Ich habe ihn genauso abgeschliffen. Das war eine relativ. Ja, zeitraubende Angelegenheit, weil der Lack dann doch schon etwas besser noch dran gehaftet ist an dem Kunststoffträger als beim SL 200. Wahrscheinlich deswegen, weil das Ding einfach schon älter war. Trotzdem habe ich das dann alles runterbekommen und wir haben das Ding eben exakt genauso wie den anderen Träger lackieren lassen. Hier sieht man es auch noch mal recht schön auf der Seite, dass das hier auch Strukturlack ist und genauso aussieht, wie das eben vorher auch der Fall war. Also diese zwei Träger wurden echt so gut es irgendwie ging restauriert und da wurden eben die Träger wieder genau auf den Stand versetzt, wie sie mal waren, wie sie mal ausgeschaut haben, allerdings eben optisch im Neuzustand. Ja, man sieht jetzt hier noch meinen Tacho, den Kienzle 1310, der hier noch drin ist. Den werde ich aber nicht mehr lange drin lassen. Den versuche ich nämlich gerade zu verkaufen und an dieser Stelle mal wieder ein Aufruf. Wenn jemand Interesse daran hat und mir den gerne abkaufen würde, dann bitte ich einfach um einen Kommentar unter dem Video oder eine E-Mail an eingeblendete E-Mail-Adresse. Ja, ihr könnt gerne Preisvorschläge machen. Ich bin da immer zu Verhandlungen bereit, ist gar kein Problem, sofern die Preisvorschläge eben im realistischen Maß sich halten. Ja, und der ist, muss ich vielleicht noch kurz dazu sagen, wird betrieben mit 24 Volt. Funktioniert, wurde zuletzt von einer Werkstatt auf einwandfreie Funktion geprüft und ja, ist wirklich optisch wie technisch im Top-Zustand.
Ja, dann will ich mal zur nächsten Errungenschaft kommen, weil wir gerade schon beim Thema Tachos sind. Nämlich hier einem ebenfalls von Kienzle gefertigten Tacho. Und der ist ja, wie man vielleicht augenscheinlich schon sieht, ein bisschen älter, also geringfügig, kaum sichtbar. Der entstammt im Baujahr 71, wenn man den mal aufmacht. Moment, einmal aufmachen. Dann sieht man das hier auch sehr schön, Baujahr 71 von Kienzle in Willingen, Schwenningen. Ja, und ist optisch auch wieder im Top-Zustand, ist aber defekt. Zumindest wurde er mir als defekt verkauft. Ist aber überhaupt gar kein Problem, denn ich möchte ja die Tachos, sowohl den hier als auch den, den ich als Ersatz für den eben gezeigten bekomme, auf Servoantrieb umbauen, und dazu muss der Tacho an sich ja nicht funktionieren. Wichtig ist mir nur, dass die Beleuchtung funktioniert, und das tut sie. Und in diesem Fall sehr, sehr schön ist, dass auch die Uhr funktioniert. Ich zeige es euch hier gerade mal. Also ihr seht, dieses Zeigerchen hier bewegt sich. Das ist der Sekundenzeiger. Wenn man mal leise ist, hört man auch was. Dazu mache ich den am besten mal wieder auf. Ja, also man hört auf jeden Fall was. Die Uhr tickt, und das Beste ist, die Uhr tickt wirklich 1:1 zur realen Uhrzeit. Wenn ich jetzt mal hier schaue, es ist gerade, ja, eigentlich schon 4:10. Wenn ich jetzt mal hier auf meine Wanduhr schaue, es ist ebenfalls 4:10. Ja, also die Uhr tickt exakt, und ja. Also es ist so, man kann nämlich hier innen, da gibt es dieses Rädchen für die Uhr. Das ist dieses Rädchen hier, an dem kann man drehen, um die Uhr einzustellen, um die Zeiger zu stellen. Und dann kann man mit diesem Teil hier, das kann man so nach vorne bewegen und kann die Uhr aufziehen. Das ist extrem praktisch, weil man dann eben einfach ein paar Mal diesen Schnapper bewegt und dann zieht man die Uhr richtig lang schon im Vorhinein auf. Und ich habe diese Uhr jetzt, heute ist der Tacho angekommen, da habe ich ihn ausgepackt, sauber gemacht und dann diese Uhr eben angeschmissen. Die tickt jetzt bei mir seit etwa 1 Uhr, ununterbrochen, also 3 Stunden lang, und immer noch exakt zur realen Uhrzeit. Also das ist schon echt super bewundernswert nach der Zeit, und vor allen Dingen, weil mir der Tacho eigentlich erst defekt verkauft wurde. Und also ich finde es einfach genial. Normalerweise funktioniert die Uhr nur mit Autobatterie oder Busbatterie, die eben angeschlossen sein muss. Und die Uhr funktioniert einfach so. Ich finde es auf jeden Fall super. Das ist halt eine robuste Technik, die hält was aus. Hier sieht man es auch ganz schön, noch Messbereich. 10 bis 120 km/h. 400.000 Kilometer hat der mittlerweile schon runter, schon mehr als das. Hier schön mit Kienzle Logo. Ja, und es ist einfach ein geiles Teil mit Baujahr 71, genau dem Baujahr, in dem das Armaturenbrett des BS110V gefertigt wurde und somit exakt passend zu meinem Fahrarbeitsplatz vom Büssing BS110V. Ich werde dann hier an diesem Zapfen hier, der ist für die Tachonadel, wenn ich den jetzt mal ein bisschen bewege, es geht jetzt relativ schwierig nur mit dem Finger, aber ich kann es mal versuchen, wenn ich den jetzt ein bisschen bewege, kann ich die Nadel auch bewegen. Und an den hier werde ich direkt ein Servo ran kleben, schätze ich mal. Und zwar kein Servo, wie ich sie normalerweise verbaue, dazu komme ich gleich noch, sondern einen Graupner Servo, der kostet etwas mehr, kostet einer etwa 30 Euro. Ja, das lohnt sich aber auch, denn die sind erstens mal richtig langlebig und zweitens einfach extrem leise im Betrieb und sehr, sehr stellgenau. Also wenn man da ein Graupner-Servo einbaut, dann kann man da auch locker damit rechnen, dass der mal ein paar Jahre hält. Also das ist gar kein Problem. Ich werde dazu allerdings hier das Innenleben ausbauen müssen, ist aber auch kein Problem, denn die Beleuchtung funktioniert ja trotzdem noch und die Uhr tickt ja wirklich nur hier in diesem Kasten und den baue ich ja nicht auseinander. Man hört es ja auch, sie tickt immer noch, obwohl das Ding von dem getrennt ist. Also da ist überhaupt nichts irgendwie zu befürchten, wenn ich das Innenleben hier rausnehme. Das steuert eigentlich nur die Tachonadel und den Fahrtenschreiber. Außerdem hat sich auch hier außen was getan. Und zwar ist hier mal ein Schild wieder hingewandert. Sehr schön, habe ich vom OCM besorgt.
Haltestellenbremse nicht während der Fahrt einlegen und beim Verlassen des Fahrzeuges nicht als Feststellbremse benutzen. Ja, das liegt daran, dass ich ja hier auf meinen Armaturenbrettern auf beiden, weil die eben dem frühen Standard 1 entsprechen, noch gar keine Haltestellenbremse habe. Und deshalb habe ich mir jetzt hier einen extra Schalter hergebaut. Das ist der, so ist er im Grundzustand, so ist er eingeschalten. Und hier daneben eine Kontrolllampe. Ja, die stammt aus einem LKW, aus einer Mercedes-Benz oder MAN-Pritsche. Genau, passt hier echt optimal ran und hat einen grünen Kontrolllampeneinsatz, sodass ich quasi hier die Haltestellenbremse bedienen kann. Und sobald die Abfahrt gewährleistet ist, also sobald dieser grüne Leuchtmelder mit dem weißen Kreis drin kommt, kriege ich hier quasi auch die Lampe dafür. Und hier die zwei Taster. Der obere wird mal für die Hupe sein, der untere dann für den Wascher. Und hier muss dann noch mit Silikon verfugt werden. Das wird noch gemacht, damit das perfekt aussieht. Ja, und hier unten kommt nochmal exakt der gleiche Zugschalter hin. Der ist dann für die Türverriegelung für hinten, also für, ja, wenn ein Kinderwagenwunsch kommt, dass man die hinteren beiden Türen aufhalten kann. Der Schalter ist allerdings nur bei den Berliner Bussen dann relevant. Ja, und hier unten seht ihr den Fernlichtschalter, den Abblendschalter eben fürs Fernlicht, auch schon angeschraubt. Der wird dann da auch angeschlossen und dann werden die Kabel hier durchgeführt. Dann auch die Pedale, die haben auch schon Platz gefunden. Genau, da werden dann noch originale Pedalaufsätze drauf kommen. Dazu aber mal mehr, wenn die dann da sind. Und ja, hier in der Mitte das Lenkrad mit der Lenksäuleneinfassung. Hier kommt dann die Lenksäule hin. Die ist genauso wie ein paar andere Teile gerade noch in der Lackierphase. Und zwar beim Pulverbeschichter, um genau zu sein. Da sind gerade die beiden Armaturenbleche, dann die Bleche für die Feststellbremsen, hier die Lenksäule, dann hier für meine Wagenheldanzeige noch eine Stütze und noch ein paar kleinere Metallteile. Die werden alle eben gepulvert und nicht lackiert, weil ich habe mir sagen lassen, Pulvern ist nicht nur günstiger, sondern einfach auch robuster, ja, bewährt sich besser im täglichen Einsatz. Allerdings diese Träger hier, die müssen eben oder mussten lackiert werden, weil man die ja nicht abstrahlen kann. Die kann man nicht sandstrahlen, weil die ja aus Kunststoff sind. Die ganzen Teile, die ich euch gerade genannt habe, die gerade beim Pulvern sind, die sind alle aus Metall und können davor von Rost befreit werden, indem sie halt sandgestrahlt werden und danach dann eben gepulvert werden. Ja, und hier haben wir wie gesagt die Einfassung, hier dann mein Logitech Lenkrad, die Stützen, alles wie gehabt. Das Ding hält super und behält auch seine Position, also es ist alles wunderbar. Ja, dann gehen wir mal hier rüber. Die Schalthebelstütze hat Platz gefunden. Die ist ein bisschen gekürzt worden, damit der Schalthebel nicht so weit weg ist, damit er eine originale Position hat. Hier wurde das Kabel vom Schalthebel direkt rausgeführt unten und wird dann hier entlang gelegt. Das wird alles noch gemacht. Ja, und der funktioniert ja nach wie vor. Hier fehlt auch noch dieser Schalthebelaufsatz, der ist eben auch gerade beim Pulvern. Und dann haben wir hier den Zahltisch, den kennt ihr ja auch schon. Da möchte ich aber noch kurz was erklären. Da haben mich nämlich einige Fragen dazu erreicht und deshalb möchte ich die mal kurz beantworten. Und zwar wurde ich oft gefragt, wie man denn so einen Zahltisch hier mit OMSI verbindet. Das geht relativ einfach. Ich mache jetzt hier mal die Klappe auf. Genau. Ja, und zwar, ihr habt hier eure Geldkassette, die könnt ihr auch rausnehmen. Moment mal kurz, das mache ich gerade mal. Kennt ja jeder sicherlich. Egal, ob sie jetzt eine Röhre mehr hat oder weniger, ist absolut egal. Ja, und dann habe ich jetzt hier unten dran Mikroschalter gebaut, die mir dann eben einen Schaltkontakt ermöglichen. Da, wo ich ihn brauche und da, wo ich ihn will. Und das habe ich jetzt hier gemacht bei den Röhren für 10 Pfennig und für 1 Mark. Das sind einfach die, die man am meisten braucht. Auf die anderen verzichte ich einfach mal. Ich möchte nur diese zwei Funktionen in OMSI haben. Anderweitig würde es auch ziemlich eng werden hier mit Mikroschaltern. Also da bin ich schon
ziemlich froh, dass ich das nur hier bei 10 Pfennig und einer Mark mache. Genau. Die Mikroschalter sind, wie man vielleicht erkennen kann, von Cherry, so wie auch meine Tastatur zufälligerweise. Und das sind ja handelsübliche Mikroschalter, ihr könnt auch gerne andere nehmen. Die haben sich halt von der Position oder von der Bauart her als relativ zuverlässig erwiesen. Also wenn ich jetzt mal hier umdrehe, ich möchte jetzt nicht, dass mir das ganze Geld rausfällt. Ich probiere es trotzdem mal. So, ich drehe mal hier um, genau. So, und jetzt sieht man hier, habe ich die eben angeklebt mit einem Spezialkleber, der eben ultra stark ist, bombenfest hält. Also der ist ganz, ganz speziell für solche Sachen auch gefertigt. Ja, und dann werden hier die zwei, an diese zwei Kontakte, dann die Kabel angeschlossen und dann eben weggeführt. Und wenn man jetzt mal so eine Taste hier bedient, es empfiehlt sich immer nur die untere zu verwenden, denn wenn man die obere verwendet, da kommt ja meistens oder immer mehr Geld raus. Hier ist jetzt eben eine Mark angegeben, hier sind es dann 4 Mark. Ich möchte wie gesagt nur die eine Mark Taste und die 10 Pfennig Taste in Betrieb nehmen. Das sind beides die unteren, die gehen einfach wesentlich einfacher zu anzuschließen. Wenn ich die jetzt betätige, ja, dann, oh, da ist schon Geld rausgefallen. Wenn ich die jetzt betätige, dann fährt hier so ein Zapfen nach vorne. Der ist an der Geldkassette quasi dran, der ist der Bestandteil. Und dann ist hier hinten, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ich hoffe es mal, vielleicht seht ihr das, hier hinten ist so ein weißer Zapfen, der kommt aus dem Mikroschalter, also der ist am Mikroschalter dran und gibt mir dann meinen elektrischen Kontakt. Also wenn ich jetzt hier runter drücke, die Taste, dann wandert dieser Zapfen nach hinten und wenn er dann an diesem Mikroschalterzapfen anstößt, ja, angekommen ist, dann drückt er den nach oben. Hört ihr das? So ein kleines Klacken und das kommt eben vom Mikroschalter. Genau. Und immer wenn ich die Taste hier drücke und der Zapfen an diesen Mikroschalterzapfen stößt, dann habe ich einen Tastkontakt an meinem Mikroschalter und den, wenn ich ihn mit dem R-Case verbinde, kann ich dann eben OMSI-tauglich als Befehl programmieren, sodass ich dann eben hier zum Beispiel den Befehl habe, gib mir eine Mark aus in OMSI. Genau, und das ist die ganze Krux an der Geschichte. Ihr müsst nur noch beachten, dass diese Schalter hier an der richtigen Position sind, sodass sie dann, wenn die Geldkassette wieder eingesetzt ist, nicht an dieses Blech hier stoßen. Ja, weil sonst könnte es eventuell zu einem Kurzschluss kommen. Ich zeige euch gleich noch, was ich damit genau meine. Also wenn man jetzt hier schaut, jetzt habe ich die Geldkassette mal eingesetzt, sieht man, dass diese zwei Schalter hier sind und hier ist das Blech, aber keiner von den Schaltern berührt auch nur ansatzweise das Blech. Genau, wenn man jetzt hier Kabel anlötet, beziehungsweise Schalter, Stecker drauf steckt, um dann eben hier die Kabel wegzuleiten, dann müsste man die eben auch nochmal mit Isolierband zum Beispiel isolieren, sodass die auch wirklich nicht gegen dieses Blech kommen, weil dann könnte es wirklich zum Kurzschluss kommen und im schlimmsten Fall dann das R-Case davon Schaden nehmen. Man muss die halt so platzieren, dass sie da nicht anstoßen und dass das Geld noch ganz bequem rausfallen kann. Jetzt mache ich hier mal die Klappe zu und betätige einfach mal die 10-Pfennig-Lade. Genau. Wichtig ist einfach nur, dass man halt immer schön ganz runter drückt und da gibt es eben den elektrischen Kontakt. Also so lange, wie ich jetzt hier in dieser Stellung verharre, so lange gibt es einen elektrischen Tastkontakt an mein R-Case und an OMSI. Genau, das Ganze ist hier eben bei der einen Mark genauso. Genau, das war's. Man kann das Ganze natürlich auch schneller machen. Wichtig ist nur, dass man immer ganz runter drückt. Und das war die ganze Geschichte hier zu dem Zahltisch. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Bleiben wir aber nochmal ganz kurz beim Zahltisch. Ich habe nämlich hier etwas geschenkt bekommen beim OCM. Vielen Dank nochmal an der Stelle an Ferhat. Nämlich eine Krawattennadel mit einem SG200 oder 220. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte es sein. Ja, genau. Sehr schön, ja. Passt wunderbar zu der Krawatte, weil sie eben auch ein blaues. Ich weiß, es ist ein kleiner Stilbruch, denn das ist ja ein Münchner Fahrzeug hier.
Meine Krawatte ist von der BVG, genauso wie die ganzen anderen Utensilien, wie die Fahrermütze etc. Aber ich finde, da sollte man mal ein bisschen Abstand nehmen. Egal, wo genau jetzt das Fahrzeug hingehört, was da auf der Krawattennadel zu sehen ist. Hauptsache, es passt vom Stil her, also von der Farbe her, einigermaßen dazu. Genau, hier sind meine Fahrscheine. Nach wie vor hat sich nichts geändert. Hier hat dann wieder das Schild für den Zahltisch Platz gefunden. Und hier sieht man nochmal recht schön, wie glatt und schön die Oberflächen hier eigentlich geworden sind. Auch hier, ja, sie sind wirklich so glatt, dass es sich schon drin spiegelt. Also ich denke, besser könnte man es nicht hinkriegen. Man erkennt kaum mehr, dass das hier mal Holz war oder Holz ist. Hier kommt dann, wie gesagt, das Rohr für die Haltewunschlampe rein. Genau. Und dann machen wir mal weiter mit den Ersatzteilen, die ich jetzt nochmal neu sortiert habe und hier in so eine wunderschöne Schachtel reingepackt habe. Also hier sieht man, ich habe zum Beispiel hier schon einen Büssing-Türtaster umgebaut, mit LED ausgerüstet und soweit fertig gemacht für den Betrieb. Dann habe ich auch die Gangwahl-Schaltertasten vom BS110V komplett auseinandergenommen. Das war eine wahnsinnig fieselige Arbeit. Habe einen neuen Buchstaben, den ich per Hand ausgeschnitten habe, eingesetzt. Hier sieht man es. Und die sind echt wieder richtig, richtig schön geworden. Und ja, hier sind eben alle Ersatzteile drin soweit. Zum Beispiel auch Widerstände und LEDs. Die habe ich jetzt eben nochmal neu sortiert und die sind jetzt eben hier drin. Früher hatte ich dafür zwei Schachteln, jetzt ist es nur noch eine. Ja, die Ersatzteile wurden soweit eigentlich relativ problemfrei gereinigt und sauber gemacht. Ich hatte nur zwei Fälle, wo die, wo das Alter eben einfach sich schon bemerkbar gemacht hat, der Teile. Die sind dann einfach zerbrochen und ja, waren quasi schrottreif. Aber ansonsten hat sich alles wunderbar zerlegen und säubern lassen. Ja, hier sind nämlich jetzt mal die einzelnen Teile, zumindest ein paar davon, liegen hier schon. Hier jetzt die Kontrolllampeneinsätze, die ich eben auch alle gereinigt habe. Und einer davon ist mir gesprungen. Mein Gott, das ist halt so nach dem Alter. Den habe ich jetzt aber mal so belassen. Habe versucht, ihn wieder zusammenzukleben. Das hat leider nicht gehalten. Mal schauen, was ich damit mache. Vielleicht ersetze ich ihn auch durch einen anderen. Ja, hier hinten sieht man jetzt mal meine Servos, die ich verwende. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu schon mal was gesagt habe. Ich denke, ich habe in der letzten Folge mal ganz kurz das Thema angesprochen. Dazu erzähle ich euch jetzt erstmal mehr. Und zwar hier sieht man so ein Servo mal. Ich sag's nochmal. Das ist ein Servo der Marke Tower Pro TM. Ein Mikroservo 9 Gramm. Vom Typ SG90, der ist, heißt es zumindest in der Beschreibung, sehr leise im Betrieb, sehr stellgenau und sehr langlebig. Und das kann ich soweit auch mal unterschreiben, also das stimmt schon. Ja, und hier haben wir jetzt die zum Teil einzelnen Teile der Anzeigen, wie ich sie dann auch zerlegt habe und hier hingelegt habe, nämlich hier mal die Anzeigenblätter, die Skalen. Und hier die Nadeln, ein paar Schrauben und hier dann auch mal Gehäuse von dem Ganzen. Genau, das ist jetzt das Gehäuse von so einer Druckluftanzeige, wie die zerlegt dann aussieht. So sieht eine Druckluftanzeige noch intakt aus. Hier ist eben dann, das kann ich euch mal kurz erklären, hier sind immer solche, ist bei jeder Anzeige so, da gibt es immer solche Einsätze hier, wo das Glas drin gelagert ist. Solche Einsätze. Da ist eben dann die Glasscheibe drin. Wer sich so eine Glasscheibe mal nachbestellen will, weil sie Kratzer hat etc., der kann das hier tun. Es wird gerade ein Link eingeblendet. Da könnt ihr mal hinschauen. Ist ein Shop auf eBay, der bietet diese Gläser an. Die sind echt super, die passen perfekt. Und da kann man sich auf jeden Fall Ersatz bestellen. Habe ich auch schon getan. Nämlich für dieses Glas hier, wo schon Kratzer drin sind. Das sieht nicht mehr besonders schön aus. Also habe ich mir einen Ersatz bestellt. Ja, ansonsten kommt das Ding eben einfach hier rein. Und man muss sich ja mal vorstellen, gerade bei den Druckluftanzeigen, die wurden ja nur mit Druckluft betrieben. Das heißt, hier gibt es keine elektrischen Anschlüsse. Was das Ansteuern per Tonmethode natürlich auch nicht einfacher macht. Also es ist eigentlich so, dass man die
Druckluftanzeigen, wenn man sie in Betrieb nehmen will, nur mit der Servomethode in Betrieb nehmen kann. Anders geht's gar nicht. Bei den anderen Anzeigen geht's natürlich anders. Die kann man natürlich auch per Tonmethode in Betrieb nehmen. Der entscheidende Vorteil ist an der Servomethode, dass man die Anzeigen zerlegt. Gut, ist Vor- und Nachteil zugleich. Man zerstört sie natürlich in ihrem Originalzustand. Man macht sie quasi unbrauchbar für die sonstige Ansteuerung. Aber da sollte man sich mal überlegen an der Stelle, wird so eine Anzeige jemals noch einen originalen, echten Bus wiedersehen oder werdet ihr sie halt behalten und für euren Fahrerarbeitsplatz verwenden? Ich denke, eher Letzteres sollte der Fall sein. Und ja, aus diesem Aspekt heraus kann man, glaube ich, auch bereit sein, seine Anzeigen da mal zu zerlegen und für Comsi bzw. Omsi tauglich zu machen. Ja, und ein weiterer Vorteil ist natürlich, wenn man die Anzeigen auseinander nimmt, kann man die Gläser reinigen, die ja oft ziemlich angelaufen sind oder angerostet oder alle möglichen Arten von Verschmutzungen aufweisen. Und man kann die Ränder, also diese ich zeige euch einfach. Ich habe hier eine ganze Tüte voll mit diesen Dingern. Das sind ja immer diese Ränder drauf gepresst. Oh, das war nicht so schlau. So, man sieht nämlich hier ganz schön an diesem Glas, wenn man die auseinander nimmt, die Anzeigen, dann sehen die Gläser meistens so aus. Und da kann man die eben ganz bequem reinigen. Das ermöglicht auf jeden Fall mal das Auseinanderbauen. Und dann hat man eben auch die Ränder hier. Die kann man eben mit einem Schraubenzieher an der Seite ziemlich leicht aufbiegen. Da müsst ihr halt vorsichtig sein, dass ihr da nichts dran zerstört. Am einfachsten geht das Ganze, indem ihr einfach eine Bohrung macht. Eine ganz dünne Bohrung am Rand. Und so könnt ihr dann mit einem Schraubenzieher einfädeln und die Anzeige öffnen. Das geht wirklich einfach. Man muss halt vorsichtig vorgehen, um den Rand dann noch in seiner ursprünglichen Position zu behalten. Das geht aber, wenn man sich Mühe gibt, richtig einfach und führt zu einem guten Ergebnis. Ja, und hier sieht man jetzt mal beispielhaft, in welch schlechten Zustand so ein Rand dann eigentlich ist, wie verrostet er ist. Und da lohnt sich dann eben schon, auch wenn man sie auseinander nimmt. Die werde ich jetzt eben alle diese Ränder lackieren, also erstmal abschleifen, dann lackieren. Und das kann man eben am besten machen, wenn die Anzeige sowieso schon zerlegt ist. Übrigens als kleine Hintergrundinformation, der Rand ist jetzt hier oben abgeflacht, wie man sieht. Also handelt es sich ja um den Rand, der an Anzeigen meistens in MANs verbaut war. Genau. Der abgerundete Rand, der eben oben abgerundet ist statt flach, der war eben meistens bei Büssing oder Mercedes verbaut. Ja, und dann, wenn man jetzt mal hier rüber schaut zu den Anzeigen selbst, sieht man, also ich habe das Ganze nochmal hier im Rohformat für euch. Als allererstes, wenn ihr dann an dieses Anzeigenblatt kommt, könnt ihr den Servo dementsprechend einbauen, dran kleben. Hier sieht man dann auch den Servoaufsatz, da kommt dann die Nadel drauf. Und wenn man das gemacht hat, dann sieht das etwa so aus wie bei diesen Anzeigen hier. Hier haben wir jetzt zum einen mal die Öldruckanzeige. Ich muss das Anzeigenblatt hier noch reinigen. Das ist noch ein bisschen verschmiert, das mache ich noch. Habe aber ansonsten hier schon ein Servo eingebaut und reingeklebt. Das sieht nicht besonders schön aus, ich weiß. Habe ich wieder mit diesem Powerkleber gemacht, mit diesem extra starken Kleber. Hält aber, und das ist hier die Hauptsache in dem Fall. Und wenn wirklich mal irgendwas kaputt gehen sollte am Servo, was relativ unwahrscheinlich ist, dann kann man das Ganze auch wieder ausbauen und voneinander trennen. Hier kommt dann nach wie vor die Lampe rein, also das kann man nach wie vor machen. Man sollte eben, habe ich noch gar nicht gesagt, die Anzeige hier auftrennen, sodass man hier den Servo bequem einbauen kann. Aber wie gesagt, das ist ein Opfer, das muss man eben bringen. Dann baut man, ich habe es in dem Fall so gemacht, ich habe mir von den Antrieben, so sehen die etwa aus, und man kann sich vorstellen, also hier unten war quasi der Anzeigenboden. Wenn die jetzt hier so stand, kann man sich hier das Maß nehmen und kann sich quasi, ja, kann eben ausmessen, wie weit oben das Anzeigenblatt war, in welchem Abstand vom Boden weg, und dementsprechend kann man dann auch das neue wieder platzieren. Das ist ein bisschen eine fummelige Arbeit, ich weiß, aber es lohnt sich im Endeffekt wirklich. Und man sieht dann eben, wenn man das Anzeigenblatt dann auf den Servo draufklebt, so wie ich das hier ja schon gemacht habe,
dann sieht das wieder gut aus, mit dem Abstand nach oben exakt passend, mit dem Abstand zur Seite auch exakt passend. Und dann eben die Nadel drauf klebt mit dem Abstand, den sie vorher auch zur Anzeige hatte, also zu der Skala. Und dann auch die zwei Schrauben wieder einklebt, dann sieht das Ganze perfekt aus. Dieses Loch hier war typisch bei Büssing. Das hat weiter nichts zu bedeuten in dem Fall. Also hier kommt keine Schraube mehr rein. Das bleibt offen. Das war auch immer schon offen. Das Ganze habe ich jetzt auch hier mit der Kühlwasseranzeige schon gemacht, habe ich hier schon mit der Tankanzeige vom Büssing gemacht. Hat wunderbar funktioniert bei jeder einzelnen Anzeige. Wie man diese Anzeigen ansteuert, das zeige ich euch in einem extra Video. Da könnt ihr euch anschauen, wie man die Anzeigen dann am PC wirklich einprogrammieren kann, mit COMSI, mit OMSI verbinden kann und letztendlich dann auch zum Laufen bringt. Hier habe ich noch eine kleine Herausforderung liegen. Nämlich mein A-Case mit den Kabeln, die noch vom UL stammen. Ja, das ist noch so eine Aufgabe, die noch auf mich wartet, die noch abzulöten sind. Ja, und hier die Kontrolllampen, davon eben zwei, die ich vom OCM noch bekommen habe. Nämlich einmal hier eine mit rotem Einsatz, die glänzt auch noch richtig schön. Und eine mit grünem Einsatz hier, die zwei quasi als Spende. Sehr nett, danke hierfür nochmal an der Stelle. Und ein Teil, was sich eben leider dann gelöst hat, was dann gebrochen ist aus Altersschwäche, das ist aber wirklich kein großer Verlust, denn das kann ich dann auch wieder rankleben. So, jetzt sind wir drei Geschosse tiefer gewandert, in den Keller, den Hobbykeller. Ja, und jetzt hier nochmal ganz kurz was zu den Kontrolllampen, die ich heute neu lackiert habe. Ich dachte mir einfach, es ist nötig, die neu zu lackieren, weil die halt doch schon im relativ, ja, sie waren halt schon ziemlich verstaubt teilweise, dreckig, verschmiert oder auch einfach, ja, ausgeblichen von der ganzen Sonneneinstrahlung. Ich habe sie auch gar nicht irgendwie vorbehandelt, geschliffen oder sonstiges, das würde sie ja nur zerstören, sage ich mal. Ich habe sie gleich mit einem mattschwarzen Lack besprüht und dann mit einem Klarlack auch in matt übersprüht und das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Sie sind wirklich wunderschön geworden und vor allen Dingen sehen sie jetzt wieder fabrikneu aus. Genau das gleiche mit den elfenbeinfarbenen. Habe ich sie mit einem elfenbeinfarbenen Lack übersprüht, der allerdings in der glänzenden Variante war. Habe jetzt aber mit einem Mattlack drüber lackiert und da haben sie ihren Glanz eigentlich so gut wie komplett verloren. Und jetzt sind sie wirklich im tollen Zustand, sehen richtig, richtig klasse aus und sind optimal geeignet, um als Fabrik neu durchzugehen. Und genau das gleiche auch mit dem Hupenknopf. Da habe ich den MAN-Einsatz und den Hupenknopf an sich auch mit Schwarz neu lackiert und dann mit Klarlack das Ganze gefestigt. Die MAN-Schrift werde ich dann noch mit einer weißen Kreide wieder herausarbeiten. Das zeige ich euch dann aber noch auf dem Foto, wie das letztendlich dann aussieht. Ja, und jetzt noch kurz hier was zu anderen Ersatzteilen. Hier habe ich noch von den drei Anzeigen, wo ich noch kein Servo eingebaut habe, die Gehäuse liegen. So sehen die im noch intakten Zustand aus. Das muss man dann eben hier rausschneiden und am besten auch die zwei Stangen, weil man sie dann eben anderweitig befestigen muss. Man kann die zwei Stangen natürlich auch drin lassen, das ist dann Geschmackssache. Das sind auf jeden Fall die Gehäuse. Dann haben wir hier das Federspeicher-Feststellbremsventil aus dem BS110V, auch zerlegt, weil es sich nicht mehr so gut bewegt hat. Da muss ich nochmal schauen, woran das liegt. Das gleiche Problem mit dem Gangwahlschalter, auch zerlegt, auch komplett gereinigt. Der lässt sich mittlerweile schon wieder recht gut schalten, ist aber immer noch kein zufriedenstellendes Ergebnis. Da muss ich mich nochmal an einen Fachmann vom OCM wenden. Man sieht es hier auch recht schön, wie verrostet das Teil eigentlich trotz Säuberung noch ist. Da wird sich aber auch noch eine Lösung finden, zur Not eben ein neues Teil. Ja, und hier noch ein Türtaster, der mir ebenfalls in die Brüche gegangen ist. Einfach altersbedingt. Hier sieht man auch, die Oberfläche ist quasi schon wirklich kaputt. Und der ist eben dann hier auseinandergebrochen. Und hier der Überrest. Da habe ich mir aber mittlerweile auch schon einen kostenlosen Ersatz besorgt.